Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten hier über den Antrag der Grünen, Kleidung fair produzieren, EU-Richtlinie für Transparenz und Sorgfaltspflichten in der Textilproduktion schaffen. Lassen Sie mich dazu zunächst sagen, Ihr Anliegen bedarf im Grundsatz nachhaltiger, und zwar im doppelten Sinne des Wortes, Unterstützung. Denn die Produktionsbedingungen sind in vielen Ländern, vor allen Dingen Asiens, weit von den Standards entfernt, die wir uns hier in Deutschland wünschen, die wir uns vorstellen und die sich auch deutsche Verbraucher wünschen. Was wir hier sehen, Sie beschreiben das im Übrigen in Ihrem Antrag plastisch, und das wurde auch so ähnlich schon gesagt, wir haben es mit einer Externalisierung von Kosten zu tun, wie das die Ökonomen beschreiben. Um das zu ändern, wollen Sie die Bundesregierung auffordern, eine EU-Richtlinie zu schaffen, die vor allen Dingen folgende Aspekte regeln soll: die Transparenz über die Lieferkette, Verpflichtung, bestimmten Sorgfaltspflichten nachzukommen, den Nachweis der Einhaltung durch Zertifikate und einheitliche Standards für eben diese Zertifikate. Allerdings, hierfür besteht kein Anlass, dies in dieser Weise zu regeln. Denn Sie schreiben auf der anderen Seite auch, dass wir einen Bewusstseinsmangel in der Bevölkerung, einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung haben, die heute sagt, solche Produkte wollen wir nicht kaufen. 8 von 10 Verbrauchern, das deckt sich auch mit meinen eigenen Rückmeldungen, für 8 von 10 Verbrauchern ist es wichtig, vernünftig produzierte Kleidung zu kaufen. Das zeigt aber doch auf der anderen Seite, Verbrauchermacht wirkt. Und Verbrauchermacht wirkt auch durch die sozialen Medien. Wenn ein Produkt in qualitativ schlechter Weise mit einer miserablen Lieferkette hergestellt worden ist, dann wird es von den entsprechenden Verbrauchern nicht mehr gekauft. Und umgekehrt gilt, wenn ein Unternehmen sagt, unser Produkt ist ordentlich hergestellt worden, wir überwachen die Lieferkette, dann generiert es zusätzliche Marktanteile und das bedeutet, der Markt funktioniert. Sie können das ansehen etwa bei Bio-Eiern. 95% der Eier, die heute an Endverkaufer verbraucht werden, sind Bio-Eier. An der Kennzeichnung, das ist Ihr Verdienst, an der Kennzeichnung liegt es, dass die Verbraucher dies so kaufen. Nur, es sind aber dieselben Verbraucher, die in Kenntnis genau dieser Umstände bei Kleidung oft sagen, wir wollen es anders haben. Denn die Verbraucher fragen auch, zu welchem Preis wird gekauft? Und das ist auch eine freie Entscheidung der Verbraucher. Und deshalb stimmt es so einfach nicht, dass 8 von 10 Verbrauchern diese Bedingungen in dieser Weise überwacht haben sollen. Das könnte man nur mit Zwang ändern, indem man sagt, eine Produktion im Ausland ist verboten oder Anzüge in Deutschland werden nur für 4.000 Euro verkauft. Und diesen Zwang lehnen wir ab und im Übrigen Sie lehnen den auch ab. Was Sie wollen, ist Transparenz. Nur Transparenz. Aber genau diese Transparenz haben wir schon. Und deshalb geht Ihr Ansatz ins Leere. Wir haben mit dem Textilbündnis, das BMZ hat das inzwischen sehr deutlich auch noch weiter forciert, genau diesen Ansatz, der die Transparenz fördert und der auch den Verbrauchern die entsprechenden Informationen gibt, um selbst die entsprechende Entscheidung zu treffen. Und deshalb ist es falsch, wie auch bei der Kollegin Drobinski-Weiß und noch viel extremer bei der Kollegin von den Linken anklang, die Wirtschaft hier in die Haftung zu nehmen. Es sind die Verbraucher, die eine eigenverantwortliche Entscheidung treffen, ob und unter welchen Bedingungen sie Produkte auch aus der dritten Welt kaufen. Darüber brauchen wir Aufklärung, aber das muss nicht mit Zwang hergestellt werden. Selbst wenn Regelungsbedarf bestünde, das, was Sie hier vorschlagen, ist ein bürokratisches Monster. Ein Herrenhemd, wir haben das in der Anhörung gehört, hat bis zu 140 Vorstufen in der Produktion. Das heißt, wir machen einen langen Zettel an ein Herrenhemd dran, wo alle diese Einzelprodukte vom Knopf bis zum Faden herkommen. Das alles soll überwacht werden von Zertifizierungsagenturen, Berater. Sie haben es eben noch mal gefordert, das muss dann auch noch vom Abschlussprüfer überwacht werden und so weiter und so fort. Was Sie hier schaffen, ist nicht soziale Gerechtigkeit, sondern oder schaffen wollen, ist nicht soziale Gerechtigkeit, sondern ein neues Betätigungsfeld für Unternehmensberater und Werbeagenturen. Davon haben die Menschen in Bangladesch nichts, denn die Mehrkosten entstehen in Deutschland und wir schaffen dann hier neue Arbeitsplätze in der Bürokratie.
Und wenn wir uns dann weiter ansehen, was Sie im Antrag schreiben, Sie wollen die Pflichten so ausgestalten, dass den Kapazitäten und Einflussmöglichkeiten von KMUs Rechnung getragen wird. Das ehrt Sie. Aber Folge dieser Aussage wäre, dass die KMUs in noch größerem Umfang aus den Pflichten rausgenommen werden, als wir das im Übrigen in Konsens mit der SPD jetzt in der CSR-Richtlinie vorsehen. Das ist in sich widersprüchlich. Und deshalb meines Erachtens ein richtiges Anliegen, aber der falsche Weg. Nicht der Staat, sondern der Markt und der aufgeklärte Verbraucher, und dazu haben wir die Instrumente in der Hand, sollten den Textilhandel zu besseren Bedingungen bei der Textilproduktion zwingen. Deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Renate Künast für die Fraktion der Grünen das Wort.